Moin Moin und herzlich. Nein, der Erzmagister hat mich zurückbeordert. Tut gut, wieder hier zu sein, wenn ich ehrlich sein soll. Die Begräbnisse, darauf hätte ich verzichten können. Ja, schönes Gespräch, danke. So, Juslan. Na sowas. Naja, sieh mal an, wer uns besuchen kommt. Zum Große, Prophetin. Schön, dass wir uns endlich kennenlernen. Mein Name ist Juslan Charim. Und ich bin, wie ihr vielleicht schon wisst, einer der hier so allseits beliebten Magier aus Nerim. Wie nennt ihr euch? Ich nenne mich Lucy. So, so. Und ihr tragt kilianisches Blut in euch. Ein seltener Anblick in diesem Teil Winz. Aber wie auch immer, was treibt euch zu mir? Ein bestimmtes Gesuch oder der Wunsch nach Gesellschaft? Ihr stammt aus Kyra, richtig? Wissen? Könnt ihr mir etwas über die magischen Schulen erzählen? Ich soll euch etwas erzählen? Nach allem, was man sich erzählt, wirkt die Magie bereits, als hättet ihr sie Jahrhunderte studiert. Aber fragt. Erzählt mir etwas über die Sinistra. Psst, sprecht leiser. Sonst kommen noch die Hüter und versuchen uns mit ihrem heiligen Streitkolben Wegestreue in den Kopf zu hämmern. Das Sinistra ist die mächtigste der drei Schulen, aber auch die gefährlichste. Deshalb ist sie auch auf jedem Kontinent außer auf Kyra verboten. Das liegt an den Quellen, die sowohl Psionik als auch Entropie anzapfen, um Eventualitäten wahr werden zu lassen. Ein wahrer Psioniker kann beispielsweise einen Menschen mit seinem Zauber zu seinem geistigen Sklaven machen. Ein guter Entropiker versteht sich darauf, die mächtigste Macht im Gefüge der Welt zu kanalisieren, nämlich die von Leben und Tod. Aber sowohl die Manipulation des Geistes als auch die des Todes haben einen Preis. Nur 5 von 10 Studenten der Sinistra schaffen es, sie erfolgreich für sich einzusetzen. Die anderen 5 hören rechtzeitig auf. Oder enden als sabbernder Geisteskranker in einem Asylum. Oder als gründampfendes Skelett in ihrem Labor. Kein schöner Anblick, wie ihr euch vorstellen könnt. Seid also vorsichtig. Okay, was genau zeichnet ein Taumaturge aus? Ein Taumaturge kann seinen Körper und die Welt nach seinem Willen formen. Er kann Barrieren oder telekinetische Stöße aus purer Luft entstehen lassen oder seinen Verstand Geisteskraft schenken, die er sonst nicht hätte. Außerdem kann er mit Lichtmagie Wunden heilen und sich zu außergewöhnlicher Ausdauer helfen. Eine sehr noble Schule, aber leider auch sehr beschränkt. Was gibt es über den Elementarismus zu wissen? Ach, der Elementarismus. Ist die Sinistra ein Skaraksha Krummdolch und die Taumaturgie ein solides Schwert, dann ist er ein riesiger, beidhändig geführter Kriegshammer. Ein Elementarist versteht sich darauf, Eventualitäten real werden zu lassen, in denen sich die Luft urplötzlich auf die Temperatur eines gleißenden Feuers erhöht und sich dann auch noch in Bewegung setzt. Eine sehr mächtige Schule und sehr offensiv. Die meisten Kampfmagier und Arkanisten verwenden sie. Okay, Wissen über andere sammeln. Haben wir jetzt 20, nice. Und was hat es mit dieser Naea auf sich, mit der ihr ständig sprecht? Sie fragt nach dir, Liebes. Ist das nicht charmant? Aber ich fürchte, ich kann euren Wissensdurst nicht stillen. Zumindest nicht heute. Sagen wir einfach, dass es mehr Dinge zwischen Leben und Tod gibt, als das gewöhnliche Auge zu begreifen imstande ist. Also ist hier noch jemand gerade bei uns, den wir nicht sehen können oder die wir nicht sehen können? Ihr stammt aus Kyra, richtig? Gut erkannt. Ich bin ein Kind des Sandes. Ein Vasall der Goldenen Königin oder welchen unsinnigen Spitznamen man sich sonst noch erdacht hat. Und wie seid ihr Teil von Narazul Arantheas Magierorden geworden? Das ist eine lange Geschichte. Und ohne unfreundlich wirken zu wollen, ich trage meine Vergangenheit ungern auf der Zunge. Aber wie die meisten hier habe ich sehr schlechte Erfahrungen mit dem radikalen Herrschaftsstil der Lichtgeborenen gemacht. Nicht wahr, Naya? Sehr schlechte. Da war aber noch gut was. Erkannt. Ich bin ein Kind des Sandes. Erzähl mir über. Über 20 Jahre nicht mehr mein Land, aber ich werde mein Bestes geben. Was wollt ihr wissen? Ja, wer genau ist die Goldene Königin? Das Staatsoberhaupt, wenn ihr so wollt. Die Regentin. Sie ist von Saldrin auserkoren, das Land des Sandes zu führen. So sagt man zumindest. Auch wenn zu der Goldenen Königin und ihren Entscheidungen de facto noch ein ganzer Hof aus Heuchlern und Bürokraten gehört, die alle um ihre Gunst buhlen. Da war noch mehr. Gut erkannt. Ich bin ein Kind. Kyra ist seit über 20 Jahren nicht mehr mein Land. Aber es heißt immer, das geben. Was wollt ihr wissen? Es heißt immer, auf Kyra herrschen die Philosophen, nicht die Götter. Was ist damit gemeint? Vermutlich, dass Kyra im Gegensatz zu gewissen anderen Ländern der zivilisierten Welt den Dichtern und Denkern mehr Freiheit einräumt. Nicht genug, wenn ihr mich fragt. Aber mehr.
So, da war noch eine Gut Sache. Erkannt. Ich bin Kyra ist seit über 20 Jahren nicht mehr mein Land, aber ich werde mein Bestes geben. Was wollt ihr wissen? Stimmt es, dass kyranische Kinder mehrere Väter und Mütter haben? Nicht alle, aber ja. Auf Kyra lebt man in sogenannten Kasten, große Familienverbände mit mehreren Elternteilen. Polyamorie oder die Liebe der vielen, würde man es original nennen. Ah, okay. Dann sind die verschiedenen Elternteile einander Gefährten. Ein Mann hat zwei Frauen. Oder eine Frau, zwei Männer. Auf Kyra gibt es den Gedanken der ewigen Zweisamkeit nicht und keine Besitzansprüche. Wer sich liebt, der liebt sich eben. Und, obwohl ich speziell nie dieses Modell gelebt habe, das funktioniert besser als ihr glaubt. Weniger Drama, mehr Zeit für die wichtigen Dinge. Und wie werden die Kinder großgezogen? Das ist unterschiedlich, aber in der Regel von allen Elternteilen zusammen. Es ist schwer zu erklären, wenn man noch nie in einer großen Kaste war. Ich selbst hatte vier Elternteile. Zwei Väter und zwei Mütter. Und habe nur die besten Erinnerungen daran. Es war immer etwas los zu Hause. Und ich hatte immer jemanden zum Spielen oder Reden. Wobei natürlich eine noble Kaste sich von einer Arbeiterkaste noch einmal unterscheidet. Inwiefern unterscheidet sie sich? Naja, sie ist nicht so offen, könnte man sagen. Man wird sehr wohl behütet. Und es wird penibelst darauf geachtet, wer mit wem in Kontakt tritt. Schwer zu beschreiben. Klingt für mich auf jeden Fall eher etwas seltsam, weil ich kenne das so, dass es eigentlich, okay, die reden jetzt von Eltern, aber ich kenne das nur halt mit biologischen Eltern. Klar, wer sich liebt, liebt sich halt. Da kann jeder das Seine nehmen. So, wenn das auch im Einverständnis von allen zusammen so ist, dann ist das in Ordnung auf jeden Fall, aber klingt für mich seltsam, dass man... Also ich gehe nicht von aus, dass es vier biologische Eltern bei ihm jetzt waren. Das war zu erwarten. Okay, aber mehr hat er jetzt nicht. Aber interessant auf jeden Fall. So, ist es das. So, welche Quest haben wir jetzt offen? Splitter der Vergangenheit. Die Ausgrabung im alten Dotulgrad unterstützen, Terlo Arantel im Emporium mit den Siegelstein unterrichten. Wo machen wir das eben noch? So, Sonnentempel. Sagen wir Terlo einmal kurz Bescheid. Man erwartet viel von euch. Das heißt, wir verdanken euch die Splitter des Siegelsteines. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das einmal sagen würde, aber habt Dank dafür. Kein Thema. Okay, wir bauen uns hier langsam schon doch einen Ruf auf bei denen, dass die uns doch mögen. So, auf zu Thealor. Thealor. Dieses Gefühl eben. Das war der Siegelstein, nicht wahr? Ja, die Splitter werden heute noch an die Hüter ausgehängt. Sehr gut. Dann bleibt nun noch Pegasts Ausgrabung. Seid ihr bereit dafür? Ich habe keine andere Wahl. Also ja, bin ich. Was hat es mit dieser Ausgrabung auf sich? Gut. Lasst es mich kurz machen. Wir vermuten, dass die Pyräer vor ihrem Untergang an einer Maschine gearbeitet haben, die sie vor der Läuterung retten sollte. Ein altes Artefakt, das sie wieder zusammenzufügen versucht haben. Eine Maschine? Wie soll uns denn eine Maschine gegen den Zyklus helfen? Dass der Zyklus keine gewöhnliche Bedrohung ist, steht außer Frage. Er wirkt auf einer Ebene, die wir noch nicht ansatzweise verstehen, wie eine Art kosmische Gewalt. Und deswegen ist es naiv zu glauben, man könne ihm begegnen wie einem Feind aus Fleisch und Blut. Vielleicht kann es aber dieses Artefakt. Laut dem, was wir wissen, haben die Pyräer es selbst aus alten Plänen rekonstruiert, die einer der Boten für sie gefunden hat. Aber wir werden sehen. Alt Dotulgrad ist eine Ruine, die unsere Chroniker kürzlich freigelegt haben. Und anscheinend war sie früher eine Forschungsstätte der Delgaren-Kaste. Falls wir richtig liegen, dann könnten wir dort vielleicht einen Prototypen oder Bauplan für diese Maschine finden. Die Shari Pegast ist bereits dort und ich will, dass ihr sie unterstützt. Vielleicht offenbaren euch eure Visionen ja Dinge, die normalen Augen verschlossen bleiben. Hüterin Sakharesh wird euch begleiten.
Was lässt euch glauben, dass uns diese Maschine etwas nutzen wird? Den Pyräern scheint es ja nicht geholfen zu haben. Ja, weil sie nie die Chance hatten, sie zu vollenden. Das Pyräische Weltreich befand sich genau wie die Länder Wiens kurz vor der Läuterung im Krieg. Und wer weiß, welche Krisen es abgesehen von dem Zyklus zu bewältigen hatte. Und selbst wenn die Maschine uns nicht helfen wird, alles, was die Pyräer über den Zyklus herausfinden konnten, verschafft uns einen Vorsprung. Also müssen wir sie finden. Was genau ist noch einmal der Unterschied zwischen dem Ishian und den Dulgir? Sie waren die beiden Priesterkasten, die das Land beherrschten. Offiziell dienten sie dem höchsten Wesen, einer Gottheit, die über allem stand. Aber jeder weiß, dass es die Oberhäupter dieser Kasten waren, die die eigentliche Macht hatten. Wie die Lichtgeborenen sozusagen, nur ein wenig zahlreicher. Okay, gut. Wie komme ich nach Alt-Dothulgrad? Es liegt im Herzland. Hüterin Zakaresh wird euch den Weg zeigen. Viel Erfolg. Ist sie da schon? Novizen, ne. Kalir treffen? Taylor Arntel, dass ich mir mit Hüterin Zakaresh eine pyräische Ruine namens Alt-Dothulgrad untersuche. Angeblich haben die Pyräer dort kurz vor ihrem Untergang an einer Maschine geforscht, die eine Waffe gegen den Zyklus und die Läuterung darstellt. Rantel hofft, dass wir in der Ruine Baupläne oder gar ein Prototyp dieser Maschine finden. Sogar Geheimnisse aus der Büchse, den nächsten rätselhaften Ort finden. So, der Schlechter von Ark. Silas Behausung nach Hinweisen zu Milberts Verschwinden durchsuchen. So, die mit 2 Sternen können wir, glaube ich, schon machen, oder? So, das Warnstimmen von Guilford Silber hat nach Gegenständen durchsuchen, die Meoga Eisenfurt gehören könnten. Das trostlose Feld. Okay, wir nehmen Kalia mit. Kalia? Ah, da seid ihr ja. Der Großmeister hat mich bereits eingeweiht. Seid ihr bereit? Ja, gehen wir. Arantia sagt, ihr kennt den Weg. Bin ich. Gibt es eigentlich einen Grund dafür, dass der Großmeister ausgerechnet uns beide auf diese Mission schickt? Wieso fragt ihr? Stört es euch? Nein, es ist nur, wir sind beide Frischlinge. Stimmt. Offen gestanden verstehe ich auch nicht, warum der Großmeister euch so viel Verantwortung übergibt. Ja, ihr seid begabt, aber ihr seid dennoch in den Augen der meisten im besten Fall ein Fremdländer. Im schlimmsten eine wandelnde Blasphemie. Aber wer weiß, Arantial hatte laut den Erzählungen schon immer eine Vorliebe für Prophezeiungen und Legenden. Und ihr scheint jedes Kriterium dafür zu erfüllen, bislang zumindest. Aber mal sehen, jetzt sollten wir uns erst einmal auf die Mission konzentrieren. Seid ihr bereit? Ja, gehen wir. Ja, die Ruine ist nur ein paar Meilen von hier. Treffen wir uns einfach am Myradenturm im hinteren Herzland. Ich werde dort auf euch warten. Okay, Kalia im Myradenturm im hinteren Herzland treffen. Also die Story, die finde ich schon sehr interessant, auf jeden Fall. Also... Madame de Luna. Und ich bin darauf reingefallen. Naja, scheinbar ist der Großmeister ja ganz begeistert von euch. Fremdländer und Wegelose im Tempel scheinen ja neuerdings in Mode zu sein. Madame de Luna. Okay. Kann mit ihr nichts Neues bequatschen. Dafür entschuldigen oder so. So. Gehen wir aber mal runter, beziehungsweise erstmal nach Hause, würde ich sagen. Denn es ist noch dunkel, es ist noch Nacht.
Wir haben jetzt schon die ganze Nacht hier durchgearbeitet, sagen wir mal so. Beziehungsweise wir könnten auch mal zur Bank gehen am nächsten Morgen und vielleicht ein bisschen Geld einzahlen. Wie viel Geld haben wir mit? 6.000 Groschen haben wir so einfach auf Tasche. Aushang. Suche Beschaffer alter... Also, das kennen wir schon. Kann es sein, dass es wieder hell wird? Inal ist die Sprache, die auf allen Kontinenten der Zivilisierten. Meine Meinung will ja keiner hören. Sitzen einfach nur rum und warten darauf, dass sich die Sachen von selber klären. Ja, ich nicht. Ich sitze rum und beschwere mich drüber. Nein, Spaß. So, legen wir uns erstmal pennen. So, also ist eh 5 Uhr morgens. Ja, machen wir bis kurz vor 8. Und packen die da rein. So, was ist hiermit? Für hier haben wir, glaube ich, nichts. So. Nein, ich wollte einlagern. Machen wir so. Davon haben wir 2. Nehmen jetzt alles wieder raus, was wir doppelt haben. Die müssen wir alle irgendwann mal lesen. Haben wir nichts mehr doppelt? Also gab es doch schon ein paar neue Sachen. Da haben wir, glaube ich, nichts. Apropos, wir haben wieder einen Änderungspunkt. Hä? So, Schildläufer. Oder Angriff zurückwerfen. Stufe 2, weitere 5%ige Chance erlitten, physischen Schaden auf den Angreifer zurückzuwerfen. So, eiserner Wille, schnelle Reflexe, eiserne Jungfrau. Was macht eiserne Jungfrau? Für einen kurzen Zeitraum werft ihr jeglichen erlittenen Nahkampfschaden auf eure Feinde zurück. Kräftung. Ein Gegner mit dem Schild zu dreschen absorbiert einen Teil dessen Ausdauer. Blockt ihr, während ein Gegner einen kraftvollen Angriff auf euch schwingt, verlangsamt sich kurzfristig die Zeit. Was macht Eiserne Will? Wenn ihr ausschließlich schwere Rüstung tragt, wird euch zugefügter Magieschaden 15% reduziert. Außerdem bringen euch gegnerische Angriffe weniger ins Taumeln, wenn ihr ausschließlich schwere Rüstung tragt. Eure Ausdauer mindestens zur Hälfte gefüllt ist. Ich glaube, das hier machen wir voll. So, Schildläufer fehlt uns noch. Aber ich glaube, den brauchen wir noch nicht. Geschiente Gliedmaßen. Tragt ihr auch die Schwerrüstung, wird Sturzschaden um die Hälfte gemindert. Ich glaube, den haben wir noch nicht. Was ist das hier? Netz der Seelen. Die Änderung des Phasmalist erlauben es euch, durch euer Wissen um Verzauberungen Geisterbegleiter aus den Seelen Verstorbener zu konstruieren. Der Phasmalist ist mit jedem Spielstil kompatibel. Schurke, Magier, Krieger. Und Wolfsblut. Die letzte Reise ist ein Sterberitual, bei dem der Verstorbene zu einem besonderen Ort seines Lebens gebracht wird.
So, die Händler sind noch nicht da. Haben wir aber noch was zum Verkaufen? Wir haben 229. Ein bisschen haben wir was zum Verkaufen. Ah ja, genau. Und wir wollten noch zur Bank. Ein bisschen Geld einzahlen. So, werter Herr. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Ah, ne, nicht abheben. Ja, komm. Seid vorsichtig mit eurem Geld. Hier ist es sicher. Bei euch nicht. Schreibt ja. Mit ab. Natürlich. Gucken wir mal, vielleicht Bauplan. Nee, nee, hier sind vorausgehen. Bauplansammlung. Vielleicht können wir jetzt schon das dicke Haus uns holen. Im Adelsviertel. Haus am Laxes Adelsviertel. Achso, den hätten wir so auch schon leisten können. So, wie wollt ihr euer Haus nennen? Nennen wir das Haus der Toten. So. Und ich mit einzahlen. Komm, wir zahlen den Rest ein. Entscheidung. Hallo. So, Goldfach einsehen. Natürlich. Aktueller Kontostand 6172 durch Zinsen plus 173 Groschen pro Tag durch Anteile plus 6 Groschen pro Tag. Maximaler Zinssatz pro Tag 250. Schreitet wohl. So, jetzt haben wir aber 0 Groschen. Gucken wir uns mal das neue Haus an. Im Adelsviertel. Schreitet wohl, Madame. Geht weiter. Aber was will die? Ich will nichts von der. Warum quatscht die mich an? Fluffy. Mal fast zum Gruß. Mal fast zum Gruß. So, was war... Haus der Toten suchen wir jetzt. Haus der Toten, hier haben wir es. Ganz schön weit hinten. Ah. Okay, scheint wirklich ein großes Haus zu sein. So, was ist oben? Okay, hier werden wir auf jeden Fall richtig viel zum Lagern haben. Früher oder später, gehe ich mal von aus. Noch weiter oben, was haben wir hier? Nicht genügend Groschen, Einrichtung kaufen, Gelehrter. Hausname passen. Muss ich jetzt nochmal kurz zur Bank die Groschen abheben? Dann machen wir ein andermal. Jetzt würde ich vielleicht doch nochmal kurz in Richtung Quest weitergehen, Hauptquest. In schwerer Rüstung bewegt ihr euch langsamer. Das mag sein, aber ich trage trotzdem gerne schwere Rüstung. Das
Seit knapp 2 Jahren wird Enderal von einer seltsamen Krankheit heimgesucht, die im Volksmund... Konnte ich jetzt nicht mehr zu Ende lesen. Ach, die Dame mit dem... Da, auch, da ist sie! Ihr seid Fremdländer, was? So. Grüße aus Nerim besagen, dass die Lichtgeborenen vor 2 Jahren unter den Klingen aus Unbekannten fiel. Okay, suchen wir mal Kalia auf. Hm? Misser? Misser? Schreitet wohl. Die lassen uns in Ruhe. So, wo muss ich genau eigentlich hin? Ach, da hinten. Hätte ich da vorne irgendwo abbiegen können. So, da haben wir Eselchen. Nordtor. Stimmt, wir hätten auch durchs Nordtor gehen können. Wäre, glaube ich, schneller. Jetzt bin ich aber neugierig, wo ich genau hin muss mit Kalia. Bin ich noch auf dem richtigen Weg? Ja, okay. Sorry, wenn ich manchmal einfach still bin. Aber ich liebe hier einfach die Musik. So, und da haben wir schon den Myradenturm. Ne, das ist nicht der Myradenturm. Das ist weiter da hinten. Hier jetzt gleich irgendwo rechts abbiegen, meine ich, glaube ich, hoffe ich. Hier war ich ja bis jetzt noch nicht allzu oft. Hä? Bin ich doof? Sehe ich den Weg nicht? Da ist doch schon falsch.
Hier ist irgendwo ein Bär. Das hier ist auch schon wieder falsch. Ist die Straße da oben auf dem Dings? Bin ich gerade einfach nur blind? Blöd? Ich war blind. Scheiße. Ja, okay, egal. So. Da seid ihr ja. Sehr schön. Hier, ich habe uns noch eine Karte besorgt. Seht ihr das? Wir sind hier und dort hinten ist die Ruine, Alt-Dutulgrad. Also geht voran, ich folge euch. Ich dachte, ich folge euch. Karte aktualisiert, aber... Ach so. Da hinten, Was? Ja? Folgt ihr mir jetzt nicht? Wie ruhig es hier ist. Bevor das mit dem roten Wahnsinn und den Räubern überall losging, waren hier überall Reisende, fahrende Händler oder Jäger unterwegs. Es ist seltsam, wirklich. So. Am Ende der Straße links abbiegen. Findet sie den Weg zu mir? Ja, sie findet den. Das ist es schon. Das waren alle. Wie schnell hast du die besiegt, bitte? Wolfsklauen? Der hier ist leer. Waschfrauenpilz? Wo ist der Wolf? Hier, okay. Ich wollte dir nicht auf die Brüste schauen, tut mir leid. So. Achso, die Eisbranken. Gebratenes Ziegenfleisch. Und vielleicht noch einmal kurz speichern. Also wir sind da. Alt-Dutulgrad entdeckt. So, Tankmischer-Rucksack. Nimm mal alles mit. Scheint doch einiges wert zu sein. Und abgesehen von Wölfen waren hier jetzt doch keine Gegner. Ich hatte jetzt Untote erwartet oder so. Feinstahlschuhe. Einzelteile, Rolle des Eisfalls, Salz. Bei Gelegenheit müssen wir wieder kochen. Wir haben Salz.
Okay, gehen wir rein. Sie ist hinter mir. Ein Hammer. Es geht los. Jo. So, erledigt. Da will ich hoffen. So, Amethyst, Groschen, Schockgift einfach. Ich höre hier irgendwo noch mehr Viecher. Da ist noch eine Leiter. Können wir die benutzen? Können die nicht benutzen? Ich komme da auch nicht hoch. Okay. Also müssen wir runter. Müsste hier bei der Ausgrabungsstätte nicht noch jemand sein? Alles klar. Und die Austragung als Dotograd unterstützen. Optional Hütergewand in der Tempelschmiede abholen. Also wir wären so oder so hier hingekommen. Das waren alle. Da ist schon der nächste. Kalia, du bist im Weg. Was ist mit deinen Augen? Ach so. Kalia. Sollen. Wir haben... Ihr habt versagt, das habt ihr. Drei unserer Leute sind tot und der Eingang ist versperrt. Scheiße ist das doch, verdammte Scheiße. Lasst mich alleine, ich muss nachdenken. Das klingt ungut. Ihr, von allen Menschen dieses beschissenen Landes hätte ich euch am wenigsten erwartet. Ja, Arantiel konnte es kaum erwarten, mich nach der Weihe auf eine Mission zu schicken. Na dann Glückwunsch. Auch wenn ich keine Ahnung habe, wie es einen weiterbringen soll, sich den Schädel mit irgendwelchen Drogae zuzudröhnen. Nachtschattenelixier ist nicht irgendeine Droga, sondern eines, das den Geist in einen einzigartigen Zustand versetzt und dessen Rezeptur nur der Orden kennt. Vielleicht solltet ihr das wissen, bevor ihr über unsere Traditionen urteilt. Na, jetzt weiß ich es. Und wer seid ihr, bitteschön? Kalia Sakharish, Hüterin des ersten Siegels. Ich bin gemeinsam mit der, die ihr als Prophetin bezeichnet, zur Hüterin erhoben worden. Sakharish? Ihr seid das Mädchen aus dem Dorf? Vielleicht. Wieso? Habt ihr von mir gehört? Naja, es gibt ein paar interessante Gerüchte, die euch da umgeben. Sagen wir es so. Aber mir soll's egal sein. Ihr beide seid auf jeden Fall fähiger als diese Tölpel von der Arkagarde. Eigentlich kommt ihr wie gelegen. Ihr werdet überrascht sein. Aber ich sehe mich gerade wieder mit fast derselben Situation wie in Aitra Shengrad konfrontiert. Ich scheine solche Scheiße wirklich anzuziehen. Lass mir raten, wieder sollten. Diesmal waren es Banditen. Sie sind vor kaum 2 Stunden hier hereingestürmt und haben uns vollkommen überrümpelt, wie blutige Anfänger. Das ist schlecht. Wo sind diese Banditen jetzt? Tja, das ist ja das Problem.
Seht ihr den Gang hier links? Der führt runter in die Ruine. Und was machen diese Mistkerle? Sie rennen geradewegs hinein und schaffen es auch noch irgendwie, einen Fallmechanismus zu aktivieren, der den Gang hermetisch abriegelt. Jeder, der der Pforte jetzt so nahe kommt, wird gegrillt. Und nun können weder wir runter noch sie hinauf. Und ich schätze, diese Maschine, von der Arantel sprach, befindet sich in den unteren Gefilden der Ruine, richtig? Zumindest deutet alles darauf hin. Das macht die Situation ja auch so ärgerlich. Wären hier unten nur Knochen und Gebeine, könnten wir einfach abziehen. Seid ihr euch sicher, dass sie nicht zu den Söldnern aus Alt-Raschengrad gehören? Nein, sie trugen keine Uniform und außerdem wirkten sie unorganisiert und verängstigt. So als würden sie vor etwas wegrennen. Ich glaube, dass dieser Überfall nicht geplant war. Vermutlich dachten sie, die Ruine sei leer. Und dieser Mechanismus lässt sich nicht irgendwie außer Kraft setzen. Irgendwie sicherlich schon. Aber würdet ihr den Hebel zum Deaktivieren einer Falle an der Tür, die sie beschützen soll, platzieren? Wir müssen einen anderen Weg runterfinden. Aber wir haben einen Anhaltspunkt. Einen versteckten Eingang, für den man allerdings einen Mechanismus lösen muss. Kommt, ich zeige ihn euch. Wer weiß, vielleicht seht ihr ja wieder irgendwas in der Vergangenheit, das uns weiterhilft. Heuerling? Neremesischer Magier? Und verwundeter Gardist. So, noch eine Fackel. Und hier ist dicht. Upsi. Hi, Lishari. Nichts passiert. Alles gut. Ich habe alles unter Kontrolle. Ich glaube, diese Glocken haben mit des Rätsels Lösung zu tun. Das muss eine Art Noteingang oder Ausgang gewesen sein. Und bevor ihr fragt, der tote Kamerad in der Mitte der Plattform war schon so, als wir hineingekommen sind. Das muss irgendeine Art Magie sein, die seinen Körper so lang vor dem Verfall bewahrt hat. Vielleicht sogar etwas, das mit dieser Läuterung zu tun hat. Wer weiß. Naja, seht euch einfach mal um. Okay, Shari, Kalia? Ja. Okay, nix. So, der Tote? Warte mal. Vielleicht, ist etwas? Ihr seht blass aus. Ja, ich hatte wieder eine dieser Visionen. Tatsächlich? Dann hatte die Magierin ja doch recht gehabt. Was habt ihr... Womit hatte ich recht? Ich hatte tatsächlich eine Vision und ich glaube, ich weiß nun, wie wir diesen Mechanismus hier in Gang setzen können. Im Ernst? Beim Arsch des Propheten, das kommt ja gelegen. Aber mir soll's recht sein. Also, was hat es mit den Glocken auf sich? Die Glocken müssen in einer bestimmten Reihenfolge geläutet werden. Lasst mich mal sehen, ob ich die wieder zusammenkriege. Klar doch. Seht nur zu, dass uns das Dach nicht überm Kopf zusammenbricht. In Ordnung? Ich speichere einmal. War das richtig? Das hier zuerst? Ganz gleich, wie ihr es seht, versucht die Glocke, bewegt sich. Komm, ihr solltet eine Möglichkeit finden, sie anderwertig zum Leuten zu. Okay, ich muss erstmal rausfinden. Glockenhammer. Warte mal, welche war ich? Das stimmt. Das klang richtig. Das klang richtig. Das stimmt. Ja, habt ihr das gehört? Das muss... Was ist denn das jetzt für eine Moment Scheiße? Mal. Was ist das? Kalia?
Wo ist Kalia hin? Wo ist Kalia hin? Ja. Hast du was? Rattenhaut. Nee, danke. So, du auch eine Rattenhaut. Felsendom. Eine Pfeife. Die hier ist leer. Ja. Wir kriegen gleich wieder Arkanistenfieber. Arkanistenpilze kriege ich mal flop. Die Tiefen. Komm, steh auf. So. So, komm. Nehmen wir mit, nehmen wir mit. Nehmen wir, nehmen wir, nehmen wir, nehmen wir. Das nehmen wir mit, das. Nehmen wir auch alles mit. So, gibt's hier noch mehr? Die sind auf jeden Fall bei den Banditen gelandet. Aber wo ist Kalia hin? Vagabund? So, komm. Die liegt wenigstens bequem. Eichenbogen, das nehmen wir mit. Nehmen alles mit. Hier nehmen wir auch alles mit. Und wir brauchen was zu futtern. So ein leeren Sack, Äpfel, roten Apfel, nehmen wir mit. So ist fein. So, noch tragen wir nicht zu viel, ne? Wie kriegen wir das auf? So, Lauch nehmen wir mit. Aber das sieht so lecker aus. Rolle der Wohltat einfach. Ich würde den ganzen Teller mitnehmen. Jetzt bin ich überfüllt. Ernsthaft? Jetzt? Wegen der Rolle, ne?
Okay, warte mal, dann. Was können wir wegschmeißen? Ah, fallen lassen, fallen lassen. Ich glaube, die Vogeleier können weg. Oder ich esse die mal. So, Glimmerstaub haben wir voll. Frostsalze. Einmal alles ausprobiert. Bergkappe. Und Waschfrauenpilz. Wenn wir alle Effekte einmal ausprobiert haben. Hebel. Ja, komm hier. Ihr meint das ernst, was? Na schön. Du musst hier einmal rüberkommen, ja? Noch ein bisschen näher. Kleines Stück noch. Ihr meint das ernst, was? Na schön. Abgestochen, nice. Auch wieder alles mit. Jetzt sind wir wieder überladen. Schade, dass ich jetzt keinen Begleiter habe, dem ich meine Last abgeben kann. Ich vermisse Lydia. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Aber wenigstens kann man sich hier fortbewegen. In Elder Scrolls 1 bis 4 war das noch so, wenn du zu viel trägst, dann kannst du dich gar nicht mehr bewegen. So, bitte einmal ausbrennen, ja? So. Wo ist der andere da? Komm, ich loote die erstmal. Wo ist der andere? Da. Kommt ihr langsam näher, ja? Ah, geil. So, nehme ich mit. So, was habe ich jetzt eingesammelt, was unnütz ist? So, den darfst du haben.
So, Pfeile nehmen wir mit, Flöte brauchen wir nicht. So, einen Weg aus dem Gewölbe finden. Das ist die Aufgabe. Aber ich würde sagen, wir machen hier in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!